So, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Abendspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Ich will auch gar nicht großartig Worte verlieren. Erstmal Glückwunsch an unsere Mannschaft. Ich begrüße auch Stefan Emmerling und unseren Gästetrainer, Herrn Hertel. Ja, Herr Hertel, kurze Frage an Sie. Sie haben sich anders vorgestellt, würde ich sagen. Definitiv. Erstmal Glückwunsch an... Muss ich hier drücken, oder? Das geht von allein. Die haben halt das Spiel gewonnen, Standards gehören dazu. Und trotzdem ist es für uns natürlich total ärgerlich. Ich denke, wir sind eigentlich ganz gut reingekommen in dieses Spiel. Haben gute Möglichkeiten gehabt, so in der ersten Viertelstunde. Dann waren wir 10 Minuten, wo wir schon noch das, ja, nicht so richtig Zugriff hatten, aber dann wieder doch. Und weitere gute Möglichkeiten dann rausgespielt haben, die wir fahrlässig irgendwo auch auf der Strecke haben liegen lassen. Fehlte so ein Stückchen die letzte Schärfe auch hinten. Das haben wir dann in der Halbzeit nochmal besprochen und dann sind wir eigentlich gut auch rausgekommen, haben wieder die erste Chance eigentlich vergeben, dann gehen wir in Führung und dann, ich habe es schon im MDR gesagt, dann selten dämlich, wie wir dann, sag ich mal, dieses Spiel dann wieder aus der Hand geben mit 2 Standards, wo wir nicht leidenschaftlich uns dann reinwerfen und verteidigen. Und wir betonen es Woche für Woche, dass das ein wichtiges Element ist, gerade in der dritten Liga. Und umso ärgerlicher ist es dann natürlich, dass wir da das Spiel weggegeben haben. Dann waren wir noch, ich denke, wir hatten dann schon noch ein paar gute Situationen, auch einen Ausgleich zu machen und haben dann eigentlich nach der, ja, eine gute Situation, viele Leute im Strafraum und statt zu flanken, wollen wir da klein spielen, laufen dann in den Konter rein und ja, dann war der Deckel drauf und gehst du jetzt hier als Verlierer vom Platz, was eigentlich unnötig ist. Und, aber gut, wir müssen uns jetzt schütteln, müssen sauber analysieren und am Sonntag kommt Metten, das wird eine schwere Aufgabe für uns und da müssen wir die Fehler natürlich abstellen, die wir heute gemacht haben. Danke. Ja, Stefan, eigentlich war es ein Spiel wie die ganze Saison. Das Spiel war ausgeglichen, wir hatten ein paar Vorteile, waren kämpferisch gut drauf und auf einmal liegen wir 1-0 hinten. Der Gegensatz zur Hinrunde war, die Mannschaft hat einfach weitergemacht, noch eine Schippe draufgelegt und siehe da, innerhalb von ein paar Minuten das Ding gedreht und dann sogar noch hinten aus das 3-1 gemacht. Ja, das ist das, was wir alle gesagt haben. Und jetzt haben wir wirklich mal Taten folgen lassen. Ja, zuerst muss ich natürlich sagen, Jens hat es schon erwähnt, wir hatten schon in der ersten Halbzeit in dem einen oder anderen Moment schon auch das nötige Quäntchen Glück. Das brauchst du aber auch gegen so einen starken Gegner, gerade nach der Wintervorbereitung, die für beide recht gut lief. Sowohl für Magdeburg als auch für uns. Klar war aber auch, wir wollten einfach ein anderes Gesicht zeigen, wir wollten Leidenschaft zeigen, wir wollten Mentalität zeigen. Und klar, an so einem Tag musst du dann auch mal, wie ich es gerade schon erwähnt habe, das Quäntchen haben, nach dem Rückstand dann durch einen Standard zurückzukommen. Und das hat die Mannschaft dann so gepusht, dass sie, man hat es ja an ihrem Jubel gesehen, wie sie mit unseren Fans wieder feiern wollte. Und das ist ja die Aufforderung von uns gewesen, einfach einen anderen Teamgeist zu entwickeln, Teamspirit zu entwickeln, den die Mannschaft vorher nicht hatte. Das muss man einfach klipp und klar so analysieren. Und da haben wir einfach die Lehren draus gezogen, sind in der Winterpause in uns gegangen, haben geschaut, was können wir verändern. Und das Wichtigste war, unabhängig vom Ergebnis, dass die Mannschaft einen Kampf abliefert gegen eine Top-Mannschaft der Liga. Und gegen Magdeburg ist es brutal schwer zu spielen. Sie verwickeln einen immer in Zweikämpfe, sie spielen viele lange Bälle, wo man sich behaupten muss. Haben uns dann auch in der ersten Halbzeit schon viel besser darauf eingestellt, hatten dann mal so ein bisschen Kontrolle ab der 25. Minute, haben aber dann immer falsche Entscheidungen getroffen, den Ball zu lange gehalten. Und sind dann mit dem 0-0 in die Pause gegangen, glücklich, muss man sagen. Aber dann in der zweiten Halbzeit, nachdem wir das 1-1 gemacht haben, hat die Mannschaft wieder an sich geglaubt und hat es dann in der zweiten Halbzeit bravourös gelöst. Danke. Haben Sie noch irgendwelche Fragen zum Spiel? Keiner? Gut, dann... Kurz und knapp. Danke, gute Heimfahrt an unsere Gäste und weiterhin viel Erfolg. Und wir sehen uns zur nächsten Pressekonferenz am Donnerstag vor unserem Auswärtsspiel in Rostock. Bis dahin. Tschüss.